Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres The Sims 3 Let's Plays mit dem armen Pete, der seine morgendlichen Pflichten gerade erledigt hat. Küche ist wieder im perfekten Zustand. Er hat den Wunsch, Lena freundschaftlich zu umarmen. Ist das überhaupt möglich? Nö. Wahrscheinlich ist die Beziehung einfach in dir ist nicht gut genug. Glaub nicht, dass das passieren wird. Dann, da seine Pflichten erledigt sind, hier ist auch nichts zu säubern. Ich hatte zwischen den Folgen geguckt, ob ich einen Stein finde, keinen gefunden. Würde ich sagen, wir erfüllen ihm jetzt vor der Schule noch den Wunsch, dass Sommerfest zu besuchen. Na komm schon, lad rein. Nee, geh erstmal nur hier hin. Und zwar automatisch, damit er dein Fahrrad benutzt. Ja, er kann ja los, ist ja kein Thema. Zu Hause ist alles in Ordnung. So, er ist da. Was wir aber auf jeden Fall machen müssen, wo ich mal kurz die Techtelmächtin schon wieder. Also das ist. Ich glaube, ich kaufe denen doch einen Fernseher, auch wenn sie sich keinen wünschen. Oh, mal gucken. Wahrscheinlich möchte er ein Grußkartenfoto machen. Familienspaß, Wasserarena dauert zu lang. Aber hier ein Grußkartenfoto, das kannst du doch machen. Grußkartenfoto, bitte sehr. Na, dann datieren wir das zurück auf Tag 1, denn da ist er ja zum Kind geworden. Kind Pete. Hast du ein schönes Foto? Ich bin gerade am gucken, ob hier irgendwie vielleicht. Aber ich glaube, hier auf den Grundstücken liegen nie Steine. Vielleicht bei der Schule. Ob man nicht doch. Denn da habe ich nicht geguckt. Aber ich glaube, da sind in der Regel eher Blumen. Ne? Ja. Und das ist ja Geld, das den Gogans zugutekommt. Und sehe ich gar nicht ein, dass ich seine Zeit da verschwende. Er könnte noch ein bisschen angeln. Oder Rollschuh laufen. Ich lasse ihn mal hier hingehen. Und kann er hier von der Position aus angeln. Ist dann ja relativ flott drüben in der Schule. Ja, lauf mal schneller. Und tust zumindest noch was Sinnvolles. Hätten ihn auch Schach spielen lassen können, aber dafür wird die Zeit wahrscheinlich nicht reichen. So, müssen dann nur, wenn es soweit ist. Ja, ihr am Techtelmächteln. Das könnte aber bedeuten, dass sich einer der Jungs rausschleichen kann. Die haben nämlich beide den Wunsch, sich rauszuschleichen, entwickelt. Da ist der Schulbus. Mal sehen, ob es ihnen gelingt. So, Pete, Viertel nach ist hier Schluss mit Angeln. Machen wir jetzt schon. Wünscht sich lose zusammen. Schön hier geblieben, du Früchtchen. Du hast Hausarrest. Genau so ist es nämlich. Ha, Santa Crime. Oh! Bravo. No! Oh, oh, oh.
Und auch Nummer 2 darf nicht zur Schule. Ha ha. Disgrobel. Blef, Kadazi, Minafka. Blatschliger. Lena hat Willi angeschrien. Du sprichst mit Freunden, ne? Ja. Close up. Oscar, Miss Cinder. Nazi. Die ruinieren weiter die Beziehungen zueinander hier. Sabo! Was macht er jetzt? Sprengfalle platziert oder was? Nee. Ach, er ist neurotisch. Er hat wahrscheinlich einfach nur überprüft, ob das... Und was habt ihr schon wieder vor? Tech. Ja, von mir aus sollen sie halt techteln. Nein, das, da werden sie jetzt nicht ausgeschimpft. Ihr habt ihnen Hausarrest verpasst. Also das sehe ich nicht ein. Erst Hausarrest und dann auch noch ausschimpfen wegen Schule schwänzen. Nee, so weit kommt es nicht. Bei Willi entschuldigen, das passiert sowieso nicht. Gemein zu Willi sein. Wie ist denn deine Beziehung zu Willi? Zu Willi auf jeden Fall besser als zu Grover. Streichen wir den. Was ist dein Problem? In Schwierigkeiten geraten, Hausarrest, Freund verloren. Ja, da bist du selbst schuld dran. Ach, jetzt prügeln sie sich. Wer gewinnt? Grover hat gewonnen. Grover hat soeben einen Kampf gewonnen. Ja, dafür wird ausgeschimpft weiter. Ja. Mal sehen, ob die beiden es überhaupt noch mal schaffen, zur Schule zu gehen. Tja, da haben sie Hausarrest und bekommen noch mehr Hausarrest. Was ist denn jetzt überhaupt noch da? Ein bisschen ist noch da. Zu essen. Ja, und dann erstmal Runde drücken und dann Techtelmechteln. Genau, ihr zwei seid die Richtigen. Ein Kampf gegen Grover gewinnen. We love these. That's a talk. Anyway, huh? Mutter als Lama bezeichnen, abwaschen tust du eh nicht. Clove! Gruna! Clove! Wird wahrscheinlich eher passieren als alles andere hier. Von alleine werden die nicht nach der Sperrstunde rausgehen.
Wie weit ist denn Willy jetzt? Oh, mit Willy bist du ja richtig verfeindet. Da kannst du dir die Freundschaft wohl abschminken. Ghana. Kasuni mit Papatu. Lahani. Voring? Krieg, Torbrat. Oh, Lee, Charles, Marn, Schlick, up, Ziana, Cap. Ja, du. Ich schieß mit einer Rakete auf dich, wenn du nicht netter zu mir bist. Oh, geht jetzt aber doch hier wieder aufwärts, die Beziehung. Aber das dürfte. Ja, das ist nicht kittbar. So, Pete, wie sieht's bei dir aus? Oh! Gentlegarm now up. Du bist Müll, der letzte Abfall. Und deine Eltern sowieso das allerletzte. Säubere das Insektarium. Können wir uns nicht leisten, denn dann kriegen wir Probleme mit der Zeit. Also lehnen wir das ab. Unsere Schulleistung müsste eigentlich sowieso nach oben gehen, wenn wir Hausaufgaben immer brav erledigen. Me, Sir Lepsoti, Your Horn, Chelvi, Pasta. Yag! Bilabahudu! Vogue with Johnny! Nerk! Sorbadance Manute! Ozzy! Manette? So, wir müssen dann aber dafür sorgen, dass Pete wieder unter die Dusche kommt. Während sie die sich da weiter an die Gurgel gehen können. Das heißt, bitte Fullspeed hier hinlaufen nach der Schule. Entspannen. Warum machst du das nackt, Lena? Vielleicht ist sie aus der FKK-Bewegung. Man weiß es nicht. Oder marschierst du? Ja. Rüber, um zu Techtelmächteln. Zog. Ex-Squad. Splurva. Zamdi Marsumi Dom. Bide. Starb. Die Klasse von Pete unternimmt morgen einen Ausflug. Ja, ja. Sowas ist Lena egal. Zusammen übernachten wird nicht passieren. So, Pete. Schnell duschen. Harndrang gut. Hat er in der Schule erledigt. Das ist perfekt. Also der Rhythmus ist gut. So kommen wir mit dem Harndrang und dem Hygienebedürfnis gut klar. Auch wenn er die Toilette daheim nicht benutzen darf. Willy Gogan hat seine Hand erhoben und Grover geschlagen. So, wir müssen aber dafür sorgen, dass er vor 17 Uhr daheim ist. Ja, das haut hin.
Irgendjemand muss sich aber mal um die Post kümmern. Wir hatten hier nichts zu tun. Ja, hier, Lena, du kannst da und du kannst mal die Rechnungen bezahlen. Und dann mach, was du willst. Ja, Kämpfen wird hier gleich bestraft. Da gibt es noch mehr Hausarrest. Ihr seid Brüder, ihr könnt euch doch nicht prügeln. So, da ist Pete. Erstmal hier checken, denn hier ist da müssen wir säubern. Und da gerade nicht benutzt wird, Pete, kannst du da mal anfangen, schnell. Narvucci, Garba Niba Sau! Du möchtest auch etwas säubern. Haben die eigentlich trotz... Nee, die haben Hausarrest und müssen auch keine neuen Hausarbeiten machen. Willi verprügeln. Kampf gegen Willi gewinnen. Was ist da passiert? Du möchtest mit jemandem Freundschaft schließen. Vielleicht passiert das ja, wenn ich den Schreibenwunsch streichen sollen. Was ist da passiert? Ist das Ding kaputt? Das ist verstopft. Er ist natürlich zu jung, um das zu machen. Dann ist die Toilette jetzt halt verstopft. Aber ich wette, die werden es trotzdem weiter benutzen. Es ist auf jeden Fall gesäubert. Da können wir nichts weiter machen. Das heißt, du kannst anschließend... Grover. Ja, da ist wohl jemand ein bisschen müde. Du machst deine Hausaufgaben, bitte. Dein Bruder war ein bisschen schlauer. Der ist ins Bett gegangen. Was hast du vor? Ja, die verstopfte Toilette benutzen, ne? Du wünschst dir, sie zu reparieren, aber passiert sowieso nicht von alleine. Ja, Pete, mach hinne. Sollten dann vielleicht auch den Donnerstag, den freien Tag nutzen, um Logik weiter zu verbessern. Denn er braucht ja schon seine Zeit da, ne? Na gut, er... Sein Spaß ist auch nicht besonders hoch. So, du gehst jetzt auch schlafen, okay. Es wird reichlich spät, ne? Gut. Er hat jetzt 2/3 ungefähr. Muss noch essen, muss noch sauber machen dann, also abspülen. Bad ist aktuell okay. Das heißt, wenn da keiner was macht, dann ist nur noch die Küche, die er in Ordnung bringen muss. Und du möchtest wieder Techtelmechtel, ne? So wie das aussieht.
Da ist irgendwas verdorben. Die Hot Dogs. Ich traue dem Herbstsalat nicht, muss ich sagen. Das heißt, du wirst einen Snack essen. Denn die Hot Dogs sind nach dem Salat erst gemacht worden. Nee, nicht Reste essen, Snack essen, aber isst lieber mal einen grünen Salat. Da ist die Tellerform nämlich identisch mit denen. Das müsste dann abwaschleichter sein. Hausaufgaben erledigt, gut. Und ihr zwei geht noch nebenan, ne? Ja. Ach, der arme Pete. Oh, doch kein Techtelmechtel. Eine Runde massieren. Was ist denn da los? Glarva. Danja. Kalanskova? Ja, Pete, tolle Familie hier, ne? So, Abwasch erledigen, danach. Genau. Oh, du kannst kein verdorbenes Essen ausräumen. Na, dann ist das keine Aufgabe für dich. Ja, die Optionen als Kind sind halt nicht so groß wie die als Erwachsene. Na, haust du dir einen Hotdog rein? Nee, einen Herbstsalat. So, ist das Waschbecken? Nee, das Waschbecken ist okay. Das heißt, deine Aufgaben sind eigentlich erledigt, aber es ist noch nicht 9 Uhr. Und da könnte noch was schief gehen, wenn Merle die Toilette benutzt. Was ist hier? Miefige Umgebung. In diesem Raum stinkt es abscheulich. Ja, das sind die Hot Dogs, ne? Das könnten die Hot Dogs sein. Aber er hat nicht die Option, die wegzuwerfen. Von daher ist eigentlich alles okay hier für dich. Plaudern dauert 1,5 Stunden. Das ist viel zu spät. Das lohnt nicht mehr. Nochmal ein Blick. Hier auf dem kleinen Weg oder nahe des kleinen Weges gibt es ja öfter mal den ein oder anderen Stein. Dem ist aber nicht so. Dann gucken wir hier mal kurz bei der Dubios Lagerhausgesellschaft. Aber auch das sieht nicht danach aus. Nee, das ist eine Blume. Und da hinten, das hatte ich vorhin schon gesehen, wächst allerhand Zeugs, aber es gibt keinen Stein zu finden. Keine Ahnung, wie wir das dann lösen sollen. Wir müssten eigentlich irgendwas haben, um seine Laune zu pimpen. Ne? Computer irgendwie oder Fernseher, aber da die noch keinerlei Wünsche hinsichtlich der Anschaffung eines Fernsehers gemacht haben,
hat der gute Pete wohl einfach keinen Spaß. Könnten mal einen Blick auf die Lebenszeitbelohnungen gerade werfen. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand schon genügend zusammenbekommen hat. Katharina kann dir eigentlich egal sein. Das ist dies Jugendliche. Das wäre halt was für die Jungs, aber die sind ja sowieso am Schlafen. So, bis 9 Uhr musst du aber hier bleiben. Können wir vielleicht hier einfach eine Spazierfahrt unternehmen? Das bringt ja auch Spaß, ne? Irgendwie müssen wir ja... unsere Laune ein bisschen hochbekommen. Ja, das bringt uns zumindest ein bisschen was. Und Deadline hier ist 9 Uhr. Wenn um 9 Uhr alles in Ordnung ist, was nicht der Fall ist, denn du musst jetzt hier schon wieder aufräumen. Aber danach darfst du ins Bett. Los, renn da rüber. Nix mit rumgehen. Ja, wir wissen, dass du müde bist. Lovey. Und dann schnell schlafen. Naja, ich hab's mir fast gedacht. Also die zwei, Mann, oh Mann. Vor allem das Stehvermögen muss man auch erstmal haben, oder? Irgendwie dreimal täglich. Und das wirklich jeden Tag, das ist doch... Das geht halt mal, aber wenn du das irgendwie wochenlang durchziehen willst, das ist dann schon ganz ordentlich. Oh. Und jetzt? Nee, ihr geht noch nicht schlafen anscheinend. Doch, du schläfst. Du schläfst. Alle schlafen hier. Ja, dann bis gleich. Und da geht's los. Willy wird wach. Er möchte die Schule schwänzen. Ja, das wird passieren, Willy. Denn du hast ja sowieso Hausarrest. Warum gehst du denn jetzt nicht essen? Du hast doch Hunger bis zum geht nicht mehr. Jetzt. Ach, du musst erstmal Essen zubereiten. Na gut. Pete, oh, der arme Pete. Jetzt beginnt er auch noch sich krank zu fühlen. Große Problem bei ihm ist Spaß. Ja, noch ein Tag, dann ist... Oh Gott, wie heißt der im Sommer? Mußetag, ne? Dass wir da vielleicht ein bisschen... Also nicht nur Logik lernen, dass wir vielleicht auch ein bisschen auf dem Frühling, auf dem Sommerfest noch irgendwas anderes machen. Er möchte ja auch Lose sammeln. Aber Logik wäre schon wichtig, denn ihr habt gesehen, wie lange das dauert, bis er seine Hausaufgaben da fertig hatte.
Aber der Mußetag wird nicht mehr in diese Folge passen. Ich hoffe, dass sie euch gefallen hat. Ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid, was mich sehr freuen würde. Und freuen würde ich mich natürlich auch, wenn ihr den kleinen Kanal unterstützt, indem ihr das Video liked, einen Kommentar da lasst oder gegebenenfalls den Kanal kostenlos abonniert. Macht's gut, euer Palzi.